Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ARK. Und Hiro ist natürlich auch am Start, wunderschön ja, bemalt. Ich stelle mich mal ohne Haare des Schwanz, da regnet es nicht. Hauptsache er kackt nicht los. Sieht schon ein bisschen pervers aus. Das lässt sich ändern. Nein, es geht nicht. Er hat schon. Wir gucken mal, hier liegt schon Häufchen. Großaufen. Ja, und wir haben hier Rino-Baby am Start. Also quasi gleich, so demnächst, hoffen wir. Fluffy ist nämlich schwanger von Megaflausch. Und, ne? Da hat Megaflausch ganz schön ordentlich geflauscht, du. Das sieht aber schon echt aus, ob da gleich Fünflinge rauskommen. Aber so ein riesen Bauch. Bei wem war das denn, wo wir damals auch dachten, ist der Bauch riesig, das müssen Mehrlinge werden? Wer war denn das damals? Ich überlege gerade. Helchgar oder war Helchgar? Das Helchgar? Wie ist er denn? Wäre ja, natürlich geil, wenn man das daran erkennen könnte, ne? Ja, das haben wir damals halt auch. Ich glaube, es war wirklich Helchgar und dann kamen da ja auch Zwillinge raus. Hieß sie denn Helchgar, die erste? Die Mama von Helchbi und von Helchmine war Helchgar. Ja, dann die sah auf jeden Fall auch so aus. Aber da kam auch der kleine Helchbi raus mit diesem Monstergeweih. Ich dachte mir so, oh mein Gott, bei der Geburt, da ist alles... Das muss alles wehgetan haben. Zerrissen. Oh, hörst du auf. Oh, das Blut spritzt immer so. Oh, ja, nochmal ein Häufchen machen. Genau, schön noch ein Häufchen machen, bevor das hier losgeht. Ja, wir warten eigentlich auf den Patch, der jetzt quasi gleich demnächst so aufschlagen soll. Wir hoffen einfach mal, dass wir das jetzt noch hinkriegen von der Zeit her. Wo sind denn die ganzen Bären denn? Wer hat denn die ganzen Bären Ich habe gerade ein paar Bären rausgenommen, es sind aber nicht viele. Ja, nee, aber hier waren noch viel mehr drin. Ja, dann müssen wir mal... Da war noch alles voll vorne. Ja, guck doch mal bitte bei Fluffy rein. Als ich Fleisch reingefüllt habe, war vorhin alles voll. Wir hätten das alles weggefressen, sag mal. Fluffy hatte Hunger, aber guck mal. Ich esse nur Fleisch. Ja, ich auch. Da liegt doch Fleisch drin und auch Gammelfleisch. Aber guck mal, Fluffy hatte Hunger, Fluffy ist schwanger. Da stopft man sich öfter mal ein bisschen was rein. Fluffy isst für zwei oder drei, genau, oder vier. Wir werden sehen. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall Mehrlinge wird so geil. Demnächst, wie gesagt, nochmal das neue Zeug gezeigt vom... Patch, da sind auch die Bolas dabei, die können wir uns dann gegenseitig um den Kopf wickeln. Ja, für alle, die sich fragen, was so eine Bola ist, ja, hier diese Stricke, die wussten es nicht. Ja, natürlich wussten wir es nicht. Diese Stricke, wo zwei Kugeln dran sind, die man dann anderen irgendwie um den Kopf werfen kann oder irgendwo lang schwingt und die sich dann um den Hals wickeln und jemanden erdrosseln. Ja, war nicht jeder im vorigen Leben ein Assassine wie Mario? Nee, das halt... Jawohl. Oh, geil. Ich weiß gar nicht, wo die ihren Ursprung haben. Südamerika, glaube ich, irgendwo. Aber genau weiß es nicht. Von daher, hier übrigens, wir haben noch Zuwachs bekommen. Der Hermes, der auf Annies Schulter sitzt. Ja, hier, da. Ja. War ein kleines Geschenk. So, vielen Dank an der Stelle nochmal. Geh mal kurz einen Meter weg, weil wenn das rauskommt, da, das kleine... Da kam nochmal Kacke. Ach nee, Hermes hat mir gerade von der Schulter gegangen. Sehr schön. Wenn das kleine nämlich schlüpft, das könnte etwas schwerer sein. Wenn es auf dir landet, bist du platt. Fluffy, Fluffy, los! Ein Rino, Level 166. Oh mein Gott. Mama. Ja, ich wollte schon hier Mama, empfinden. Was ist denn das hier? Ach so, ist ein Mädchen. Schon. Oh süß, oh mein Gott, ein Zwergen-Rino-Baby. Hier, nimm Futter. Ich habe schon Bären reingepackt. Oh. Fünf Bärchen. Süß. Am Anfang könnt ihr ja nichts, aber ne, so ein riesen Bauch und dann kommt hier so ein Zwerg raus. Das stimmt. Und aber dieses Horn, das war bestimmt auch nicht so bequem. Nicht ganz, nee. Boah, diese zwei Hörnchen. Und es hat die Färbung übrigens, die Fellfarbe von Papa, nämlich von Papa Megaflausch. Und ich glaube, von Mama ist die Hornfarbe. Oder? Sieht ein bisschen mehr gleich. Rot aus, oder? Oder mehr braun? Wir müssen jetzt mal hier so ein bisschen rausfinden. Also Megaflausch, bist du wirklich der Papa? Also das Gesicht von Papa auf jeden Fall. Und das Horn, keine Ahnung. Von Mama, glaube ich. Kann sein. Ich glaube auch, ist ein bisschen heller, ne, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall echt jedes Mal aufs Neue richtig cool, wenn man sich anschaut, dass die echt die Eigenschaften ihrer Eltern dann auch wieder darstellen. Ja, Flausch, ne? Ach nee, Fluffy. Schön wie ein Häufchen gelegt. Das war die Nachgeburt oder was hier? Ja, ist wunderschön. Ja, ne? Leute, ihr wisst Bescheid, wir brauchen Namen. Aber wirklich, hier für das kleine Rino-Mädchen. Baby-Rino-Mädchen. Oh Gott, wie süß. Ach, sie wogelt los. Wir müssen noch Wandering deaktivieren. Ich mach schon. Ah, nee, das ist. Ja, ich hab's gerade ausgemacht. Ey, Mäuschen. Ich hab schon. Ja, halt die will an. Nicht. Ja, die hat jetzt erstmal einen Startpunkt ausgesucht und will jetzt da mal hinlaufen. So, jetzt. Die Stopp. Ersten Schritte. Die Stopp. Will nicht. Die hoffentlich nicht in laufen. Diesen buggy Oh, nee, bitte rein. Nicht. Das sehen wir so gleich nicht mehr. Ja, mach doch mal Follow hier. Ach, Gott, also. Moment. Ja, jetzt ist sie weg. Ach, schön. Komm mal hier. Mann, so ein Stress. Aber wirklich, immer nur Stress mit den Kindern. Ja, die hängt noch am Stein.
Ja, dann können die Eltern auch mal ein bisschen aufpassen hier. Sollen das? Aber wirklich, ja, jetzt kommt sie. Mann, kleines Rhino-Mädchen hier. Warum läuft die denn weiter? Na, weil das immer, wenn die erstmal losgelaufen ist, die hat dann quasi ihren Startpunkt gesetzt und ihren Endpunkt und den will sie erstmal zurücklegen. Krass, die kann schon 37 Bären tragen. Ja. Ne? Geht schon ab hier mit der kleinen Maus. No, bei Mama. Na, hallo. Ja, süß. Knuffelig, knuffelig. Ja, also wir brauchen einen Namen für ein Rhino-Mädchen. Ja, guckt's euch an. Genau, wonach irgendwas, sieht's aus? Irgendwas Cooles. Nicht Chantal, ne? Wisst ihr Bescheid. Der Papa mega flausch und Fluffy sind ganz stolz. Oh ja, da aber natürlich. Na hallo, habt ihr gut gemacht, ne? Habt ihr Spaß gehabt, ne? Leute. Ja, mega flausch war im Flauschmodus, ey. Ja, auf jeden Fall. So, ihr wolltet euch noch bemalen, denn wir haben nämlich in der nächsten Folge vor, uns ein bisschen in PvP auf die Rübe zu kloppen. Aber wirklich? Wir wollen nämlich mal die PvP-Arena einweihen, die hier aufgebaut wurde von den Tribes. Bei Hero sieht es aus, als ob ein Blümchen durch die Hose guckt. Ein Blümchen durch die Hose? Aber tatsächlich, das ist ja lustig. Ja, Hero will mich anmalen, hat er gesagt. Ich habe ja Hero schon so schön angemalt in außer das Gesicht, Folgen. Das hat er sich außer selber das voll Gesicht, geschmiert. Ja. Das sieht gut aus. Voll geschmiert. Lass dich nicht ärgern. Das ist die Kriegsbemalung. Die Kriegsbemalung, du wirst, ja, auf jeden du wirst Fall. Später sehen, das wird's bringen. Ja, du wirst wahrscheinlich gleich direkt am Anfang runterfallen und dann bist du tot. Oh, schön. Ja. Oh, das sieht so geil aus. Schön, dieser Schlag mit dem Pinsel in die Fresse, ja? So, bäm, komm. Ja, ich lass mich jetzt anmalen. Und Hiro, du hast hier wirklich gut übers Auge gemalt. Das hast du wirklich ich beobachte gut gemacht. Das mal. Du wirst auch jetzt übers Auge gemalt. Toll. Ja. Brennt ein bisschen die Farbe. Ach geil, und Hermes guckt da völlig gespannt zu und guckt zum Pinsel. Was macht denn der da? Ey, schön, erstmal los, ich kackert hier. Ja, das macht der Hermes gerne. Hat die gerade über den Rücken gekackt. So, das muss ich mir jetzt mal hier dann wirklich genau anschauen. Aha, es wird auf jeden Fall pink oder lila oder was auch immer. So, wir gucken uns das mal genauer an hier mit dem Fernglas. Ja, mit dem Fernglas. Ja, die Nahaufnahme. Erstmal grundieren. Das ein Herz hier. Oder was? Grundieren. Ach, Quatsch. Das sieht aus, kennt Hiro nicht. Das sieht aus, guck mal, das ist eine Hälfte von einem Herz. Naja, also mit viel Fantasie. Oh, geil, Hermes, ey. Hermes dazu. Das Gesicht von Hermes ist der Hammer. Hallo? Er ist ganz neidisch, glaube ich. Kannst du mal den komischen Mann da lausen, Hermes? Hermes schläft dir gleich auf der Schulter ein. Ist guckt, ja Wahnsinn. Guckt ein bisschen apathisch. So, jetzt wird's ich weiß pink. Noch nicht, was mit Hermes passiert ist. Ja, schön aufs Auge. Das brennt, verdammt, das brennt. Au! Stell dich nicht so an. Da hast du aber die Hautunreinheiten auf der Stirn ausgelassen. Ja. Was soll das hier? Warte, hier. Guck mal, das sind Punkte. Ah, die guten Pickel. Mitten in der Pubertät, verdammt. Jawohl, läuft. Da sprießt die Akne nur so. Yo. So. Oh, schön. Hat eigentlich jemand von euch schon das Keulenrezept gelernt? Die Keule, die gute? Ich guck mal nach. Tatsächlich, ich habe die Keule gelernt. Ich habe auch gerade gelernt. Na, toll. Das ist doch egal, wir müssen eh welche bauen. Ja, denn nachher, Waffen, in der zweiten Folge, wird es nämlich ordentlich mit den Keulen auf die Nuss gehen. Das habe ich da gerade schon gesagt. Ja, ja. Ich wollte es nur nochmal wiederholen. Da gibt es richtig aufs Maul. Sieht das aus hier. Da klären wir mal alle Differenzen, die wir hier so im Tribe haben. Oh, schön. Ich habe irgendwie zu wenig Farben eingepackt, glaube ich. Ja, du kannst noch Farben holen gehen. Ich laufe dir nicht verdammt. Weg. Ich muss das mal bildlich festhalten für mich. Das sieht super aus. Was du hier machst. Der bemalte Mann malt mich an. Ah, oh, schön, ey. Herrlich. Ja. Jetzt hole ich noch kurz Farben. Ja. Ich gucke mir mal an, was hier gemacht hast. Super, habe ich im Dreck gebadet oder was, ey? Ah, Wahnsinn. Wie siehst du denn aus, ey? Ja, guck mal. Manche Farben decken nicht so, ne? Das sieht dann echt nach Dreck aus. Irgendwie. Ja. Das ist ja auch bei Hellblau so, oder? Die erkennt man auch nicht Hammer. So richtig. Da krieg ich direkt eine rein. Nein. Oh, schön. Er will mich einfach bewusstlos kloppen. Und dann will er dich anmalen. Weil ich Anni vollgemalt hab. Das ist in Ordnung, du darfst mich. Komm, wir fliehen irgendwo hin. Los, ich folge dir. Wir müssen hier ich weg. Ich flieh hier hin. Ja, Hiro. Ah. Jetzt ist er wieder weg. Au. Oh, nein. Was machst du denn da? Hast du das gesehen? Trickjump.
Aber Trick wirklich. Jump, ich wollte dich eigentlich runterschubsen, aber ging nicht. Nein, Scheiße. Und ich falle hier gerade irgendwo runter. Noch besser. So, oh Mann. Das war schon mal quasi. Das war es warm werden, oder was? Komm hier, ich gebe dir mal die Keulen. Danke, kann ich gleich gebrauchen. An ihm wollte ich auch voll. Das ist auch gleich noch. Ja, du hast jetzt Kriegsbemalung. Guck dich doch mal bitte an. Guck dich doch mal an. Du siehst super aus. So ein bisschen. Also ein bisschen Zombie-like, aber ich. Als wenn mir ein Auto übers Gesicht gefahren ist. Ja, das ist ein Kopf in den Dreck geschüttet. Oh, schön. Oh, pass mal auf hier, ich geb dir mal die Keulen. Oh, ich sag mal, die Leute werden sich fürchten gleich. Aber wirklich, das ist nämlich das ist alles Taktik. Wenn das der Zirkus ja antanzt. Müssen wir, also wir haben auf jeden Fall, ich glaube, 5 Leute oder so oder 6 Leute, die da oben noch mit rumturnen. Und dann, das wird ein bisschen eng, glaube ich. Wird wahrscheinlich in den Tod fallen. Ja, das macht ja nichts. Wahrscheinlich. Da musst du durch. So, Hiro, ich bin bereit hier. Kannst gerne weitermalen. So. Ach, schön. So, ich geh mal gucken, was das Kind macht. Mach mal, kümmere dich mal ums Kind. Ich guck mir hier diese Bemalung an. Ich finde das super. Na, hallo, Zwerg. Diese schönen bunten. Macht schon Spaß irgendwie. Ja, da kann man so viel gespeichert. Zeit. Oh, das macht ja nichts. Ja, ich hab's gemerkt, gerade bei der Farbauswahl. Ah ja, jetzt malst du doch nochmal drüber. Sehr schön. Ja, das war irgendwie, das war nix. Das war nix. Ja, mit dem neuen Patch soll ja übrigens auch noch, also neben den Bolas soll ja noch die Drachenarena kommen und hier Megapithecus Arena, also quasi King Kong. Jawohl. Die Aktion, mal gucken, wann wir das hier testen können. Also normalerweise müsste es rein theoretisch auch gehen, denn, also ob es die Arena dann direkt gibt, weiß ich nicht. Oder ob das dann halt ähnlich sein wird wie bei der Spinnenkönigin hier, bei der Brutmutter. Dass es dafür extra Artefakte gibt? Am Dingens spawnt hier, am Airdrop. Ach so, ja. Die kann man hier auch direkt quasi da holen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie es auf Valhalla funktioniert. Wir werden es mal testen. Und dann werden wir uns mal ein bisschen austoben. Sag mal, du stehst auf Hautunreinheit. Kann das sein? Ich hab's doch gerade wieder weggemacht. Aber ich sehe da. Ach, jetzt langsam ist sie da. Aber so ein paar Punkte sind da noch. Rechts so quasi. So. Also links auf meiner linken Wange. Oder hast du da einfach nur nicht ordentlich drüber gemalt? Ja. Auf und der linken? Ja, also die angemalte quasi. Und es sollen auf jeden Fall auch neue Viecher kommen. 2 Stück. Nee, 3 Stück sogar. Ach da, okay. Ich weiß bloß noch nicht so ganz, was die machen. Die neuen Viecher? Ja, also es gibt ja immer diesen komischen Fisch noch, diesen neuen. Diesen Sabertooth-Salmon oder wie das Ding heißt. Stimmt, hier. Und mit dem kommen Fleisch. Noch auch diese, ja genau, die neuen Fleischsorten. Da bin ich mal sehr gespannt, vor allem, wofür man das Fleisch braucht. Vielleicht gibt es ja mal ein bisschen Abwechslung hier zum allgemeinen Steak und zu den Beeren. So ein bisschen Fisch. Ja, das stimmt. Abwechslung muss sein. Aber wirklich, ausgewogene Ernährung. Okay, Edim ist mal irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, die Rezepte nochmal testen. Also ein bisschen was zusammen mixen, irgendwie. Ein bisschen Gammelburger oder so. Das kennen war damals schon. Echt lustig. Gammelburger? Ja, Mario hat den Softgaming Gammelburger erstellt. Es geht ja auch immer noch, man kann ja selber Rezepte herstellen. Ja, ich hatte damals, ich hatte es in einer Videoaufnahme ich getestet, glaube ich, oder aus dem Stream. Ich glaube im Video. Da habe ich das so also kurz vorgestellt, wie das funktioniert, und ich habe da einen Burger erstellt, ein Rezept mit 8 Prime Meat. Aber kurz bevor ich auf Create geklickt habe, sind mir 4 Stück vergammelt. Und habe dann eine Kombination aus Prime Meat und Gammelfleisch genommen. Und deswegen sah der dann so ein bisschen lecker, ein bisschen unangenehm aus. Ah, oh, mein Auge! Ich habe extra drumherum gemalt. Ja, stimmt. Ein bisschen Farbe ist trotzdem reingelaufen. Jetzt hab dich mal nicht so. Aber das sieht schon cool aus, Hiro. Das gefällt mir, was du hier machst. Das sieht aus wie nichts, ey. Das ist einfach nur 3 Farben. Du bist doch nur super neidisch. Ich mal das zweite Mal jetzt, ne? Also. Das machst du gut. Dort, wo meine Haarsträhne ist, hast du aber ein bisschen was ausgelassen. Irgendwie diese Haarsträhne das, mitten im ach Gesicht. Ach ja, das habe ich gar nicht gesehen. Guck mir das hier ganz genau an. Ich komme mal vorbei und guck mir das mal an, was ihr hier fabriziert. Wie sieht das denn aus, ey? Was denn? Das sieht doch super aus. Hätte ich ja selber auch besser hingekriegt. Jetzt guck doch mal, das sieht das glaube ich nicht. Aus. Ich glaube auch, dass du das nicht hingekriegt hättest. Du brauchst dich übrigens gar nicht einmischen hier mit deinem Auto-Reifenabdruck da. Hättest du Hermes nicht auf der Schulter, hätte ich hier gleich eine übergezogen hier mit der Keule. Kannst du mal wissen, ey. Vielleicht gebe ich ihm hier auch eine mit. Nein! So, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Achso, Betten haben wir am Start, ne? Oder? Ja, wir kriegen die Betten gestellt. Ja, aber wir müssen noch irgendwo, wir müssen die noch irgendwo hinbauen, die Betten. Naja, auf dann dorthin irgendwo. Oder was? Was? Fleisch? Achso, eine Foundation. Oder sowas. Foundation. Nimm ich mal mit. Ja, mach. Weil wir brauchen es auf jeden Fall.
Kann ich eigentlich den Affen anmalen, während du mich anmalst? Das wäre ja auch interessant. Jetzt hören wir auf, Hermes anzumalen. Oder können wir uns parallel anmalen? Ja, das könnt ihr. Geil. Ich könnte euch auch gegenseitig anfassen, ist mir auch egal. Ich bin immer so lange, unterwegs. Oh, schön. Nicht hin. Herrlich. Unterm Haar malt er dann irgendwie nie, ne? Ja, irgendwie komisch. Da musst du, glaube ich, den Charakter drehen. Scheiße, ich habe nicht genug Farbe. Ich weiß gar nicht, wie ich drehen kann. Mit der rechten Maustaste so ein bisschen. Ich kümmere mich mal ums Kinn. Achso, ja, so ein bisschen. Weil ihr macht das ja nicht. Ja, kümmere dich mal um irgendwas. So, meine Farben sind übrigens alle. Deine rechte Brustwarze ist jetzt gelb, oder? Nein. Doch. Ich wollte die andere auch noch anmalen. Ich fand das lustig, aber es ist leider keine Farbe mehr. Oh, das Kleine kann aber schon echt viel tragen. Ja, umso besser. Dann ganz muss man das nicht die ganze Kleine. Zeit beobachten. Ich glaube, ich bin fertig. Dann gucke ich mir das jetzt noch an. Komm ganz nach der Mama. Obwohl, warte, ich mache noch hier so. So. Ja. Bisschen rumgekleckert am Hals da, ne? Kann man das wieder löschen irgendwie? Ja, mit der rechten Maustaste. Und Shift, glaube ich. Und Shift dann, ne? Mhm. Ja. Ah, okay. Wunderschön. Boah, unsere Mistkäfer sind aber schon wieder fleißig am Produzieren heute, ey. Schon ein paar Mal aufgefüllt. Ja, die sollen halt auch ordentlich arbeiten, ne? Ja, aber die hatten ja eine Zeit lang ein bisschen Arbeitsverweigerung betrieben. So. Cool. Dann ist wahrscheinlich nochmal ganz kurz mit der Gewerkschaft gesprochen und haben gesagt, hier, Lohnerhöhung ist nicht. Du musst doch arbeiten für cool. Nochmal Lohn. Vielen, vielen Dank für diese schöne Kriegsbemalung. Hast du die gleich mal gespeichert? Für ein Stück Scheiße. Nee. Was? Kann ich das noch machen? Ja, ja, für den Hungerlohn. Kriegen halt noch Kacke. Wenn du mit dem Pinsel nochmal rangehst. Kriegen halt noch Kacke. Kann ich auch nichts für. Safe Paint. Okay. Was sagt eine Uhrzeit? 15:47. Krieg. Annie. Jawoll. Cool. Sehr schön. Ja, und das ist lustig. Das kannst du wirklich nur bei anderen weiblichen Charakteren verwenden. Boah, also weißt du, Hiro, bei dir hast du wenigstens noch ein bisschen Mühe gegeben. Das sieht doch noch ein bisschen was aus. Aber das oh Mann, das sind doch einfach du bist nur, gemein. Aber das ist doch, warum, hey, ich freue mich doch, wie siehst du denn? Warum sind denn da keine einzelnen Streifen drin oder Punkte oder hast du mal ins Spiegel geguckt? Aber wirklich, ne? Ist mir doch egal. Nur am Meckern. Am ja, Meckern. Das hat Anni gemalt. Das sieht noch bescheiden aus als bei dir. Du, bleib mal ruhig hier. Bleib mal völlig entspannt ja, hier. Ja, ich sehe wenigstens cool aus. Also mal, wenn du willst, ne? Kein Problem. Ich ja, mal es gibt auch gleich mit der Keule. Jo. Oh, herrlich, ey. Warte mal, wo sind denn die Keulen eigentlich? So, Mario hat jetzt eine erweiterte Kriegsbemalung. Wunderschön. Ich finde das super. Ja, los, haut euch kaputt. Ich gucke mir das Elend hier an. Au, oh. Boah. Aua. Da schläft er. So, wie lange schläft er denn eigentlich? Nicht lange. Nicht lang genug, ja, das stimmt. Jo. Aber deine Bemalung sieht schon besser aus. Guck mal, dann machen wir noch so einen Streifen. Guck mal, in so ich zieh ihn mal kurz aus. So. Und eine Harry Potter Narbe. Oh ja, genau. Mach mal. So. Weg hier. Huch, ich muss hier weg. Oh nein, nicht umbringen bitte. Meine schöne Bemalung. Nein, ich habe gebrochene Knochen. Aua. Du hättest früh genug laufen sollen. Du hast mich getötet. So, ich wollte du mal Schwein. Ich wollte mal das Äffchen in Sicherheit bringen. Komm mal her, Hermes, guck mal. Jetzt spiel dich hier nicht als Retter auf. Doch, ich musste Hermes retten. Den hättest du nämlich vergessen, dann wäre mit dir von der Plattform gefallen. Ja, warum bringst du mich um? Ist die Frage. Ach Mensch, da schließt ja. Vielleicht mal noch eine nein, verpassen. Nein. Ja, das Mario wieder mal hier voll in bester Laune. Hier, oh, jetzt muss ich dich ja nochmal neu bemalen. Ja, ja, das musst du. Allerdings solltest du warten, bis Mario wieder runtergekommen ist, ne? Ich üb schon mal. Du übst, hallo. Zieh dir was an. Bleib stehen. Du hast ja meine Klamotten geklaut. Oh, ich werd mal ist das schön zu beobachten. Wo stehst du denn, Hiro? Ich hab mich versteckt. Wo ist dein Name? Ich seh dich nicht. Ah, gut. Mario ist weg. Puh, meine Güte. Mario hat mich gefunden. Nein! Nicht gut versteckt, Hiro. Ah, Mario findet sie alle. Wirklich. Ich finde euch, keine Sorge. Oh Mann. Jetzt fliegst du jetzt hier los, ey. Oh, schön.
Nein, was ist hier los? Ach Gott, nein! Ciao, erwischt. Nö. War schön mit dir. Es ist gemein. Wasser. Ab ins Wasser, los, wenigstens ins Wasser. Gibt's hier Piranhas? Nee, schade. Nein. Bam. Na gut, wenigstens überlebe ich. Mal gucken. Gibt's hier Piranhas? Ich weiß es nicht. Na, schade, diesmal gar keiner zu sehen. Verdammt. Ja, noch lachst du, Hiro. Noch lachst du. Oh, toll. Lässt du mich in Ruhe hier? Ich muss hier weg. Hiro, du kannst ruhig mal zur Hilfe eilen, ja? Ach, ihr seid viel zu weit weg. Ja, du kannst aber vorbeifliegen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Oh, da ist irgendwas unter Wasser. Ein Piranha. Ein Piranha. Komm, es ist ein Piranha. Jawohl. Natürlich ist es ein Piranha. Jawohl. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, beiß die Anni. Nein. Komm. Boah. Gerade noch so raus. Hey. Wie gemein. Wo ist denn der Piranha? Das sind die Morphodon. Und noch ein Piranha. Wo ist denn der Piranha? Nein, du suchst den jetzt nicht. Ich sag dir nicht, wo der ist. Nein, hör mal auf. Ah, schön. Toll. Und Hiro, du beobachtest das, ja? Aus sicherer Entfernung. Mario will mich direkt schon wieder runterholen, ja. Oh, schön. Ich wollte gerade zur Rettung eilen, aber gleich bin ich selber am Arsch. Du bist denn da? Ich weiß gar nicht, ob ich so. Ja, ich hänge im Wasser. Ich krieg gerade Schmerzen, weil Piranha und so. Aua, du scheiß Fisch. Ey, das ist gar nicht der Fisch. Was ist hier los? Hilfe! Ey, keine Chance mehr. Ich habe nichts Böses getan. Nichts Böses. Ach ja, gut. Habe ich dich? Ja, du hast mich. Vielen Dank. Der Mann mit dem Superhaar auf dem Rücken rettet mich. Das ist schön. Herzlichen Dank. Ach, meine Güte. Keine Ausdauer mehr. Lebenspunkte sehe ich auch nicht mehr. Nein! Was denn? Was denn? Oh nein, hat er dich! Er hat dich! Mit den wertvollen Sachen im Inventar. Mann. Ich erwische dich schon mal, Hiro. Kannst du froh sein, dass du zu fett warst gerade? Ich versteck mich bei meinen Freunden, den Dodos. Oh! Okay, da dürfen wir uns nicht einmischen. Sonst sind die Dodos für immer traumatisiert. wo ist eigentlich meine Leiche? Meine Leiche? Deine Leiche? Meine Leiche. Ist sie nach unten? Ich weiß nicht, du. Bist du gerade gestorben? Ja, du bist gerade gestorben. Bin ich gestorben? Also, diese Frage kannst du dir bitte selber beantworten. Stimmt. Du hast mich umgebracht, ja. Da ist nämlich lecker Fleisch drin. Und mein Zeugs. Und meine schöne Bemalung. Das war ein Test, ob du dir merken kannst, wo du gestorben bist. Hast du hoffentlich die nicht gemerkt? Doch, hab ich doch. Ich schleppe jetzt meine Leiche mit. Da hat der Hiro aber kurz Angst gehabt. Ja. Einmal kurz nach links geguckt. Tiefliegende Pteranodons hier, ey. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt nimmt er extra den Dicken, damit er mich auch tragen kann. Damit ich den Dicken tragen kann. Das ist jetzt die Aufwärmphase, ne? Die Aufwärmphase, bevor wir dann von den anderen so richtig zur Sau gemacht werden. Wieso denn so richtig? Hallo? Na was denn? Unser Eins kann das noch nicht. Ach, schön. Huch, Gott. Aber das Kleine schon voll. Ja, dem geht's gut. Das wächst auch wirklich gut. Und es kann schon echt viel tragen. So, Hiro, wo hast du dich versteckt? Im Haus. Ja, ich komm grad. Achso. Ich hab Angst vor Mario. Da ist er schon wieder. Wir müssen uns leider im Haus. Da musst du nur kurz die Flügel ausbreiten und schon. Ja, und schon ich komm mal ins Haus. Wir daten dort. In den heimischen vier Wänden hier. Sehr schön. Ach, da liegt ja dann noch eine Leiche von dir auf dem Balkon, sag mal. Ja, die hab ich da hingelegt. Wo machst du denn sowas? Ich fand das eigentlich ganz nett, so dekorativ die Leiche dahin zu legen. So, fahren bin weg. Ich schon wieder angemalt? Oh, wunderbar. Ach, aber verdammt, sehe ich bei dir komplett angemalt aus? Er hängt dir im Haus drin. Was ist das? Sag mal, cheatest du hier rum oder was? Ist denn hier so viel Platz? Könntest du mal aufhören, hier drin so einen Wind zu machen? Ey, och nö. Anni entführen. Nein! Kann man nicht irgendwo einen T-Rex zum Verfüttern oder hörst so? Hörst du mal auf?
Was habe ich dir denn getan? Oh. Ach Mann. Oh, komm hier, Narko bitte. Ja, sehr freundlich, dass du mich da wieder ablegst. Kiro, du hast keine Chance. Ich finde dich überall. Oh, schön. Wir müssen gleich aber zusammenhalten. Ja, eben. Das brauchst du jetzt gar nicht sagen, weil erstens... Üben wir schon mal Teamplay. Weil erstens darfst du dich nicht verlassen auf Anni. Das kannst du wirklich vergessen. Verlass dich niemals auf Anni, selbst wenn du sagst, sie ist auf deiner Seite. Das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich lasse das mal unkommentiert im Raum stehen. Ja, das wissen erstens die Zuschauer und ich weiß es auch. Wenn sie nämlich sagt, sie hält zu dir, dann drehst du dich um und kriegst von hinten eine Keule über den Schädel gezogen. Ja, aber das ist eine andere Art von Zusammenhalt. Ja. Es ist halt, ne? So eine Hassliebe. Schön. So, das war da schon mal eine Halbzeit. Wir haben auf jeden Fall schon mal gut geübt. Es wird gleich dunkel. Wir müssen uns mal ein bisschen um das Kind kümmern. Ja, das stimmt. Oh, und im Dunkeln findet dann der PvP-Kampf statt. Das ist ja spannend. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob da oben Beleuchtung ist. Habt ihr da letztens aufgepasst? Nee. Da ist nichts. Ich war da noch nie. Ach so. Warst du nicht mit letztens? Nö. Nee, da sind nur... Ihr habt im Stream... Hat der stimmt, genau. Die Sturmmäntel sind mitgeflogen zum Teil. Aber wir haben ja noch Standing Torches und so, können wir ja mitnehmen. Ja, können wir ja mal mitnehmen, genau. Können wir ja noch ein paar bauen. Also die Rohstoffe sollen es dann... Was soll auch nicht das Problem sein. Das kriegen wir hin. Das Kleine ist voll verfuttert. Ja. Kommt nach den Eltern. Gut, ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein Päuschen. Ist zwar schon ein bisschen früher als sonst, aber wir müssen ja auf jeden Fall noch auf das Kleine aufpassen, während wir uns hier noch vorbereiten auf den PvP-Kampf gegen die anderen. Das ist wahr. Oder gegen uns oder was auch immer, keine Ahnung. Mal gucken, wer da dran glauben muss. Ich weiß nicht. Bin gespannt. Ach, verdammt! Wolltest du mich schon mal schlagen? Nein, würde ich nie. Niemals würde ich dich hier schlagen. Also. Ne? Würde ich niemals machen. Au! Jawohl! Zu zweit! Ja, richtig! Aua, Hiro! Ja, siehste, da geht's schon los. Oh, schön. Teamplay, so sieht das aus. Das ist wirklich Teamplay. Ich hab von Mario gelernt. Und hier liegt schon wieder ein Alien. Oh Gott. Geil. Die Monkey mit dem Gummiarm. Aber ja, wirklich? Hallo, ey, ich meine, die Obelisken und sowas hier im Ark müssen irgendwoher kommen. Also, ne? Aliens am Start. Oh, Anni ist ein Tarn-Alien, oder? Ich bin ein Tarn-Alien, selbstverständlich. Ihr habt mich enttarnt. Oh. Tarn-Alien, auf jeden Fall. Schön. Jetzt habe ich Angst in den eigenen vier Wänden. Ja, weißt du Bescheid. So, gut ihr Lieben, dann soll es jetzt mal wirklich gewesen sein. Wir bereiten uns jetzt hier auf das vor, was da noch so kommt und bedanken uns fürs Zuschauen. Ciao. Jawohl. Oh, hey. Der ist im Abschluss doch übers Geländer gefallen. Da rutscht sie runter. Ja, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Jo, also, bis dann. Ciao. Ciao.